Heidi, deine Welt sind die Berge. Meine sind es auch. Willkommen bei Vitamin Berge, meinem neuen Blog, Podcast und mal gucken, was noch alles draus wird. Ich freue mich dabei, dass du dabei bist. Und jetzt gibt es erstmal die Titelmusik und danach läutet der Steve den Countdown zum Start zur ersten Folge bzw. zu Folge 0 ein. Los. Ich bin gerne in den Bergen unterwegs, weil sie einfach da sind, direkt vor meiner Haustür liegen und ich nicht wüsste, was es Besseres gäbe, als in den Bergen unterwegs zu sein. Vielen Dank, Steve. In dieser Folge 0 möchte ich ein bisschen kurz darüber sprechen, was eigentlich Vitamin Berge ist, beziehungsweise was es werden soll. Und ja, es ist Folge 0. Das heißt, ich bin noch nicht wirklich drin, habe noch nie großartig Aufnahmen gemacht. Von daher, heute brauche ich tatsächlich noch einen Spickzettel, damit ich auch weiß, was ich eigentlich sagen sollte, beziehungsweise wollte. Genau. Wer es nicht nur hören möchte, der kann es sich auch angucken. Ich versuche so viel wie möglich Podcasts, beziehungsweise Interviews, beziehungsweise alles, was ich irgendwo mache, auch auf Video aufzunehmen und dann bei YouTube online zu stellen. Von daher, wenn du dir anschauen willst, wie meine Schweißperlen tropfen, dann geh auf YouTube und schau dir das Video zu dieser Episode an. Eigentlich wollte ich da drüben auf meinen Hausberg, dem Mägdeberg, aber da ist heute bei dem Wetter einfach alles voll. Die Grillstellen sind besetzt, es ist laut und überall sind hier Traktoren auf den Wiesen und mähen das Gras. Nicht die besten Voraussetzungen, aber ich hoffe, dass es trotzdem einigermaßen verständlich ist. Hier im Hintergrund sehen wir den Hohen Krähen und ganz da hinten ist schon der Bodensee. Das ist hier mein Heimatrevier. Heute Morgen bin ich erst hier lang gerannt, um noch ein paar Kilometer vom Wochenende vom Nebelhorn drauf zu bekommen. Ja. Los geht's! Worum geht es denn eigentlich bei Vitamin Berge? Eigentlich dreht sich alles um die Frage, warum bist du denn gerne in den Bergen, beziehungsweise was tun die Berge mit dir? Was ist der Reiz dieser Naturgewalten und wie formt es die Menschen, beziehungsweise wie hilft es ihnen zu sich zu kommen? Für viele ist das ja eher das Meer, aber es gibt eigentlich genauso viele, mindestens genauso viele, vielleicht auch mehr, die das Gleiche auch in den Bergen finden können. Sei es Ruhe, sei es Gelassenheit, auch wenn es vielleicht dasselbe ist, aber im Prinzip, was für den einen das Meer ist, sind die Berge für den anderen. Es ist eigentlich der Versuch einer Mischung aus Ratgeber, Reiseführer, Unterhaltung und vor allen Dingen Sehnsucht wecken. Es soll definitiv nicht der x-te Produkt, Podcast, Test, Blog oder was auch immer sein. Da bin ich überhaupt kein Fan von. Und gut, okay, wie du vielleicht weißt, ich bin Essex Frontrunner. Aber es bringt mir nichts für andere Leute, Produkte zu testen. Denn ich bin einfach mal viel zu groß geraten auf großen Schuhen. Und das, was ich teste, ist für andere völlig ungültig bzw. passt einfach nicht. Von daher möchte ich das eigentlich lassen. Mir geht es eher darum, Erlebnisse, interessante Geschichten und Menschen kennenzulernen, vorzustellen. Genau. Und einfach Storys zu erzählen, die vielleicht noch nicht so präsent sind. Es wird sich natürlich am Anfang viel um Trailrunning drehen, das ist einfach das, was ich am liebsten mache in den Bergen, wo ich loslassen kann, wo ich mich auspowern kann. Das, was vielleicht für andere das Spinning ist oder der Fernseher am Abend, sind für mich die Berge bzw. das Trailrunning. Und insgesamt, denke ich, wird es eher sportlicher hergehen, als jetzt irgendwie
der Wellness-Guide, besseres Reiki oder was auch immer. Ich denke da Klettern, Bouldern, Mountainbiking, Gleitschirmfliegen oder einfach nur das klassische Wandern. Das sind die Themen, die mich bewegen. Ich versuche natürlich auch links und rechts die Leute, die dahinter sind, auch irgendwo vor die Kamera bzw. vors Mikro zu bekommen. Heißt jetzt den Hüttenwirt oder den Sesselliftbetreiber. Ich denke, die haben alle sehr tolle und interessante Geschichten zu erzählen. Und ja, ich bin gespannt, was da auch auf mich zukommt. Jedem, dem ich das erzählt habe, dass ich jetzt eine neue Seite habe, dass es Vitamin Berge heißt und dass ich Trails, Trips, Legs aufgeben werde, beziehungsweise dass es vor sich hin siechen wird, haben mich natürlich gefragt, hey, du hast 1600 Followers auf Facebook, diese Reichweite und sowas, da träumt man davon, warum machst du das denn? Gut, warum mache ich es? Erstmal der Name, ich mag ihn noch, ich liebe das Logo, aber es kann sich verdammt nochmal keiner merken. Trails, Trips, aber dann hört es schon auf. Und jeden, den ich frage und der soll mir doch mal sagen, wie meine Webseite heißt, kommt ins Stocken und das ist natürlich nicht förderlich. Von daher ist es für mich quasi ein Neustart. Fehler, die ich mit Trails, Trips, Legs gemacht habe, versuche ich nicht wieder zu machen, daraus zu lernen. Und ich denke, dass mit der Zeit diese 1600 Follower auch wiederkommen werden. Ich freue mich darauf. Ich denke, es werden sogar noch mehr. Die Community soll wachsen. Und ja, ich bin einfach gespannt und hoffe, dass ich euch auch Mehrwert bieten kann, dass ihr Spaß daran habt und einfach den Namen euch merken könnt und vor allen Dingen auch mit mir irgendwo verbinden könnt. Um jetzt nicht zu viel Druck zu machen, ich arbeite auch noch, ich bin viel unterwegs, werde ich erstmal schauen, dass ich den Podcast alle zwei Wochen rausbringe. Mal mit Interviews, mal mit anderen Themen, wo nur ich spreche, also der Monolog zum Beispiel zum Thema Fotografie oder Ausrüstungstipps, wie packe ich am besten das und das, bin ich auch kein Fan von, aber vielleicht ergibt sich da was. Und du findest jetzt nicht nur den Podcast auf vitaminberge.de, sondern du hast alle Inhalte einmal auf der Seite vitaminberge.de, aber auch auf Facebook, auf Twitter, auf Instagram. Und ich freue mich natürlich über ein Like von dir, falls du nicht schon Follower, Fan oder wie man das auch immer nennt, bist. Und natürlich auch auf YouTube, da gibt es auch einen eigenen Channel, den Vitamin Berge Channel. Und dort findest du dann einerseits die Videos zu den Podcast-Folgen, aber auch andere Videos, die ich jetzt gut finde oder wenn ich unterwegs bin. Einfach alles, was ich irgendwo teilenswert sehe. Das war es eigentlich schon für heute wieder. Ich würde mich freuen, wenn dir das Format gefällt. Und wenn du Feedback hast, dann schreib mal einfach eine E-Mail an post@vitaminberge.de oder mit einer Nachricht bei Facebook oder Twitter. Und in den Shownotes unter vitaminberge.de/0 findest du das Video. Und noch einige Links zu anderen hörenswerten Podcasts, die sich mit dem Thema Laufen und vor allen Dingen auch Bergen beschäftigen. Schau einfach mal rein, ob das was für dich ist. Und jetzt habe ich im Vorfeld auf der Seite mal gefragt, warum bist du denn so gerne in den Bergen und hatte um verschiedene Statements gebeten. Und ja, danke an Matti, Florian, Ulf, Sabrina und Christian, Dominik, Steve, Christine, Erika, Mischa, Sebastian und Carsten für eure Antworten. Bis zur nächsten Episode. Ciao, ciao und viel Spaß mit den Eindrücken. Bye, bye. Warum sollen wir nicht gerne in den Bergen sein? Wir wohnen natürlich mitten in den Bergen und ohne die Berge wird es weder unsere Partnerschaft noch unseren Blog geben, der ist Hauptbestandteil. Und
gerne sind wir einfach da, weil es wunderschön ist, weil man sich so wunderbar verausgaben kann, weil man meistens Ruhe vor irgendwelchen Menschen hat, mit denen man gerade gerne nicht so gerne Zeit zusammen verbringen möchte. Berge, weil es mein Hobby, meine Leidenschaft, meine Heimat und auch immer mehr öfter mein Job ist. Und es ist auch einfach geil, wenn man das alles in der schönen Natur der Berge vereinen kann. Berge bedeuten Freiheit und ein gewisses Maß an Naturerlebnis. Und deswegen bin ich dort gerne unterwegs, um einfach in der Natur zu sein und mich selber irgendwo laufend der Natur näher zu fühlen und die Berge zu sehen und zu erleben. Weil ich mich dort Herausforderungen stellen kann und über die Jahre direkt sehe, wie ich mich weiterentwickle und auch besser werde. Außerdem ist es einfach wunderschön dort. Was ich an den Bergen liebe, ist die Schönheit der Natur in seiner ganzen Pracht. Die Übergänge der Vegetationen, die schroffen oder schneebedeckten Gipfel, die Pfade, auf denen man läuft oder wandert. Für mich sind die Berge nur einfach ein Gefühl von völliger Freiheit. Berge fühlen sich wild und abenteuerlich an, selbst wenn man manchmal nur wenige Kilometer von zu Hause weg ist, wie ich in den Allgäuer Alpen. Und Abenteuer suche ich, seitdem ich 6 Jahre alt bin. Weil ich in den Bergen total gut abschalten kann. Ich bin gerne in den Bergen, weil die Berge für mich Natur und machtvolle, große Natur pur bedeuten. Ich fühle mich da klein und unbedeutend. Und alles drumherum ist klein und unbedeutend und das gefällt mir sehr gut. Ich kann mich auf das Wesentliche besinnen und fühle ganz, ganz große Demut. Vor dem Leben, vor dem Tod, vor dem Sonnenaufgang und dem Untergang. Und nichts anderes zählt eigentlich in dem Moment. Und darum erhole ich mich in den Bergen auch so gut. Ja, das ist eigentlich so das Wesentliche. Ich wünsche dir noch ganz viel Erfolg bei deinem Podcast. Ciao, ciao. Ich weiß gar nicht, warum ich so gerne in den Bergen bin. Ich bin gar nicht so gerne in den Bergen. Ich bin nämlich lieber am Meer. Aber wenn es wirklich einen Grund gibt, gerne in den Bergen zu sein, dann ist es, weil es da die geilsten Sonnenauf- und Untergänge der Welt zu beobachten gibt. Insofern viel Glück mit Vitamin Berge und mach's gut. Ciao.